So, zum Töten aufgetakelt. Ob es darum geht, Respekt einzuflößen oder Rivalen einzuschüchtern. Die Kleidung eines Piraten sagt viel über dessen Ruf aus. Kleide dich neu ein und werde deinen aufstrebenden Status in der Piratengemeinschaft von Zane angerecht. Ihr habt der Kompanie geschadet, euren Ruhm ausgebaut und euch den Respekt der anderen Piraten verdient. Aber ihr seht scheiße aus. Geht zu Florentin im Atelier, die kleidet euch angemessen ein. Na toll, wir sehen scheiße aus. Er ignoriert mich, denn wir sollen uns ein paar Klamotten besorgen. Wahrscheinlich bei dem Klamottenladen. Warum gibt's da einen Kanonenkugelladen? Provision? Was? Warum dreht sich die Kamera? Da. Da müssen wir hin. Da müssen wir uns ein paar Klamotten besorgen. So, betreten. Einmal rein in den Laden. Ja. Ein neuer Stil gefällig, Cherie. Ich habe gleich gesehen, dass ihr keine gewöhnliche Piratin seid. Nee. Kommt, Florentine d'Alesso kleidet euch eurem wachsenden Ruhm angemessen ein. Na, das hoffe ich doch. Besuche die Schneiderei deines Verstecks, um zum Bereich der Kapitänsanpassung zu gelangen. Du kannst dir im Aktionsrat eine Vorschau der Gesten deines Captains ansehen, indem du an Land drückst. Hier sind 500 Gold als Geschenk, um dir bei deinen ersten Schritten zu helfen. Yay, aufs Haus. Mit Gold kannst du kosmetische Gegenstände im Shop freischalten. Gegenstände kaufen und ausrüsten, Aussehen ändern. Ja, schauen wir mal, was gibt's denn da so? Auf jeden Fall, das, was ich jetzt anhab, sieht scheiße aus. Hallo? Ich habe irgendein komisches Klopapier um meinen Oberteil gewickelt. Hier ist der Ausrüstung. Oh, hier gibt's Kopfbedeckung, Gesichtsaccessoire, Hals, Torso. Mal sehen. Nein, nicht Hals, Torso. Das haben wir gerade. Oder das? Oh, das sieht ja auch schnieke aus. Krokodilleder wäre auch mal was. Mal sehen. 1200? Hoi. Wie viel haben wir denn? Haben wir 3000? Wo haben wir denn 3000 her? Ich muss mich mal einblenden. Wo haben wir denn 3000 her? Hossa! Was gibt's denn sonst noch? Rezeki? Nee, das hier sieht aus wie ein Mönch. Das sieht aus, als hätte ich wieder irgendwo auf dem Kleiderbazar geplündert. Nee, definitiv nicht. Was soll denn dieser Dinosaurierzahn da? Also definitiv hat sie irgendwie ein Problem mit ihrem komischen Wickel-BH. Nein. Nee. Nein. Vor allen Dingen, hallo, das ist ein Gürtel. Das ist keine Kleidung. Ja, das sieht schon nice aus. Passt zu dem Seilgürtel, den wir anhaben. Boah, da gibt's echt viel. Und alles nur 1200. Oh, das hier sind jetzt wahrscheinlich... das sind Premium-Sachen. Natürlich. Das hier ist gesperrt. Was? Zum Shop? Okay. Ach, das hier sieht geil aus. Aber leider können wir uns das nicht leisten. So. Mal sehen. Ah, komm hier. 1800. Ja. Kauf und ausrüsten. Eine sehr gute Wahl. So, Gürtel. Wir brauchen, glaube ich, mal einen besseren Gürtel als das Seil da. Eine Gürteltasche. Oh, so ein Rock ist auch ganz geil, aber passt nicht zum Oberteil. Der müsste, wenn dann, auch so ein bisschen türkis sein. Nö. Was ist das denn da bitte? Haben wir uns eine Perücke an Gürtel geknotet? Ist die Perücke in dreckig? Boah, hier gibt's so viel. Und das hier sind dann die Goldsachen. Nicht genug Achterstück. Aber da oben ist doch 500, oder was ist das? An und für sich, das hier passt ganz geil zu dem Rest. So eine Knarre. Wobei, das hier ist auch ganz, das ist auch ganz schnieke. Ja, das nehmen wir. Gürtel, Befreier. So. Mal sehen, was haben wir denn sonst noch? Unterarm. Ah, okay, verschiedene... Was? Für solche Reifen, für solche, die sich nicht zwischen Gold und Silber entscheiden können. Sieht man nicht. Was haben wir hier noch? Ja, klar, sieht man auch nicht. Ist ein Armreif. Oh ja, das ist ganz nice. So ein bisschen getaped, als wären wir ein Boxer. Handschuhe. Nee.
Schmiergelder in die Hand wechseln zu lassen? Ist ein bisschen teuer. Ich muss erst mal gucken, was es sonst noch so gibt. Hosen. Oh, wir haben ja gar keine Hose an, oder? Wir haben das hier an. Das sieht scheiße aus. Nö. Nein. Nö. Nein. Nö. Wobei, so ein bisschen Alibaba-mäßig. Nein. Nö. Nee. Nein. Nö. Okay, das nehmen wir. Das sieht geil aus. Es gibt sonst noch Schuhe. Nein, ich habe keine Schuhe. Ich habe nur noch 300 Geld. Oh, 200 Geld für hässliche Sandalen. Nein, nein, hässlich, hässlich, hässlich. Nicht genug Silber, nicht genug Silber, nicht genug Silber, nicht genug Silber, nicht genug Silber. Oh, da die geilen Stiefel. Die passen sogar ideal zu der Hose. Nein, nein, wir haben die Kohle nicht mehr. Was ist das? Ah, damit können wir uns noch ein paar Tattoos holen. Mal sehen. Hüte. Wir hätten uns vielleicht mal einen Hut aufsetzen sollen. Oh ja. Der passt so ein bisschen zum Outfit. Nee. Ja, 800, können wir uns nicht leisten. Muss ich mir auf jeden Fall vormerken. Okay, gut. Muss ich mir vormerken, was ich mir da an Hüten leisten kann. Komm, raus hier. So. Jetzt sind wir wieder hübsch. Jetzt sind wir ein hübscher türkiser Pirat. So. Achso, nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 das haben wir doch eben schon gemacht. Komm raus da. So, die hat ja keinen Auftrag oder so. So. Denkt daran, wenn euer Ruhm wächst, sollte euer Stil mithalten. Ja, irgendwie haben wir obenrum noch nicht wirklich was an, aber gehen wir mal raus. So. Gut. Genau. TBM. Blende dich ein und dann kratz dich. Hätte sich auch erst kratzen können und dann einblenden. Huch. So. Jetzt sehen wir ein bisschen schnieke aus. Jetzt gehen wir mal zurück zu dem Schmied. Und quasseln den an. So, sprechen. Ich mache euch eine gute Waffe. Aber tut euch nicht weh damit. Nö, zum Töten aufgetakelt. Kehre in eine Piratenkluft, die eines Standes, deines Standes würdig ist. Zum Schmied zurück. Rüste deine neuen Verschönerungen in der Schneiderei aus. Ah, ihr wart also im Atelier. Aber Kleider machen noch keinen Piraten. Wenn ihr euch von anderen abheben wollt, da fehlt doch der Hut. Euren Ruhm steigern, ja, ich weiß. Bieten sich Gelegenheiten mit mehr Risiko und mehr Ausbeute. Ich weiß. Wenn ihr einer Herausforderung nicht gewachsen seid, schmiede ich euch einfach etwas Tödlicheres. Macht weiter so, dann nehmen auch große Fische wie Skurlock bald von euch Notiz. Kutter, beschafft. Halunke, plus 400. Auftrag abgeschlossen. Es wurden Verschönerungen geliefert. Vagabund! Verfügbare Aufträge, das Eisenschmieden. Eine starke Präsenz der Kompanie verhindert, dass Thomas seine Materiallieferung erhält. Das behindert seine Arbeit als Waffenschmied. Versenke Kompaniekriegsschiffe, um deren Seeherrschaft ein Ende zu setzen. Hopp. Lass die Franzosen für ihren Diebstahl bluten! Ja, Auftrag angenommen. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Baupläne verfolgen. Durch das Verfolgen eines Bauplans, den du besitzt, kannst du ganz leicht die erforderlichen Materialien sehen, um den Gegenstand herzustellen. So wie viel von jedem Material du bereits besitzt. Dadurch wird auch die Position aller verbleibenden Materialien auf der Karte angezeigt, die du dann bei Bedarf markieren kannst. Okay, gut. Aber eigentlich wollte ich mal gucken, Veredelung geht noch nicht, oder? Oh, doch, können wir jetzt? Willkommen, Kapitän. Soll ich euren dicken Schädel als Werkstück verwenden oder habt ihr mir Rohholz mitgebracht? Definitiv. Und damit meine ich Eisenholz, Akazie, Wacholder, wirklich alles, was ihr finden könnt. Ohne mich überlebt kein Pirat in diesem Hafen hier. Nicht? Okay, ja, dann erzähl mir doch mal. Diese Hände verwandeln natürliche Ressourcen in nützliche Dinge. Okay. Ich veredle fast alle Rohstoffe.
Und verarbeite sie weiter. Ja. Planken, Stoffe, Barren. Vera stellt euch alles her. Ich sehe schon, da im Hintergrund ist jemand am Schmieden. Materialien veredeln. Die Herstellung höherwertiger Gegenstände erfordert oft veredelte Materialien von höherer Qualität. Veredler können deine Rohmaterialien zu veredelten Materialien verarbeiten. Boah, ich habe noch nie so oft das Wort veredelt gesagt oder edel. Gegenstände veredeln. Mal sehen. Fertige Waren, Seeräuber 1, Korsar, untätige Arbeitskraft. Stell diese Arbeitskraft an, um aus Rohmaterialien veredelte Materialien zu machen. Okay. Mal sehen. Akazienplanke, veredeltes Holz. Was? Rosell-Tuch? Nö. Du hast 35 Rohmaterialien. Raseneisen. Was? Gusseisenbarren. Okay. Ich habe gestern einen Streuner gesehen. Mhm. Okay, fertige Waren. Kann ich dann abholen? Ja. Interessant. Brauche ich jetzt aber gerade noch nicht, glaube ich. Bis demnächst, Kapitän. Brauchen wir noch nicht. Stattdessen müssen wir mal gucken. Hat der hier noch irgendwelche Aufträge? Sieht man das eigentlich? Ah, gut. Jetzt könnt ihr eure löchrige Nussschale verbessern. Okay. Mal sehen, was hat der denn? Oh, fehlender Bauplan. Herstellungsanforderung. Nein. Was? Eskorte? Kutter? Größe klein? Das ist Beda, Größe klein. Rang 1, Rang 2. Ein Schiff, das andere Schiffe im Schlachtgetümmel unterstützen kann. Okay. Ja gut. Können wir aktuell nichts machen. Ach komm. Geh mal weiter. So, hat der Zimmermann irgendwas für uns? Ich verbessere euer Schiff. Sagt mir nur, was ihr braucht. Mal sehen, was hast du denn? Nee, immer noch das... Nein, wir können... Oh, mit neuen Bauplänen könnten wir da was verbessern. Oder hier. Bombardenwerkstatt. Oder Vollkanonenwerkstatt. Oder hier. Schleifstein. Was auch immer. Hier gibt's nix. Hier. Tauwerkkasten und Krankenstation. Tja, müsste ich dich nicht zusammenflicken, wenn du zuerst auf die Bastarde gefeuert hättest, oder? Nee, ich müsste dich. Meine so rum. Meine Schwester war stark und schön. Sie fehlt mir. Tja, jetzt ist sie nur noch stark. Moment, achso, das ist zum Verbessern. Vielleicht kommen wir wieder ins Geschäft. Das heißt, dann einmal Aufträge. Oh nein, brauche ich jetzt nicht. Der Löwe fand sein N. Triffst John Skurlock, den Piratenfürsten? Habe ich doch schon, oder? Das Eisenschmieden. Moment, habe ich den nicht schon getroffen?